Jetzt aber gilt's. Unsere Top-Favoritin Katja Salzinger ist gestartet. In tiefer Hocke auf die erste Kante hin. Leichter Sprung, 5-6 Meter. Der rechte Stock schleift Momente auf dem Schnee. Dann holt sie beide Stöcke heran. Tiefe Hockposition. Typische Fahrweise, relativ schmal fahren. Gesäß weit hinten. Sie kämpft schon in den ersten Passagen um eine gute Zeit nach diesem flachen Gleitstück im oberen Streckenabschnitt. Und tatsächlich, die Eindrücke haben nicht getäuscht. 800 war sie schneller als die Supergleiterin Kate Pace. Traumhaft gesprungen beim Russisprung. Kompakter kann man diesen Sprung nicht mehr absolvieren. Jetzt Anfahrt zum Schrägsprung, den sie gestern versaute. Versuchte sie mit dem Oberkörper förmlich nach innen zu drehen. Hat sie besser gefahren als gestern. Katja Salzinger, bisher ein hervorragender Lauf. Jetzt aber kommen die Klippen, kleine Welle. Leicht aufgerichtet, Anfahrt zum Valdez. Ganz locker ist sie geblieben. Ausfahrt aus dem Valdez. Mit viel Zug dreht die linke Außenschulter leicht nach vorne. In tiefster Hockposition, 2-3 Wellen ausgeglichen. Push durch das nächste Flachstück. Toller Lauf bisher von Katja Salzinger. Bei der nächsten Zwischenzeit 1,2 Sekunden liegt sie vorne. Unglaublich, langer Linksschwung. Gestern ihre Spezialität, auch heute gut gefahren. Dann Anfahrt, Rechtsschwung zur letzten Kante. Ein Traumlauf von Katja Salzinger. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. An der letzten Kante, viel, viel schneller als gestern. Toll in Hockposition geblieben. Und jetzt muss das Brett noch laufen in den letzten Toren. Hoffentlich hat sie einen guten, schnellen Ski, schneller als gestern. Leicht die linke Skispitze in der Höhe. Sofort korrigiert, breitere Hocke als im Training. Und eine fantastische Zeit für Katja Salzinger. 1,24 Sekunden distanziert sie Kate Pace. Und im Gesicht ist natürlich bei der Startnummer 3, obwohl die Fans Ski aus dem Häuschen sind unten. Der komplette Fanclub inklusive Eltern steht ja da unten. Obwohl die aus dem Häuschen sind, bei ihr durch den Helm, durch das Visier kaum eine Regung nach drei Läuferinnen zu erkennen.